Ja, wie funktioniert das, dass ich Fehler schneller erkenne als ein Nicht-Autist? Also zum Beispiel, wenn eine Situation da ist, also zum Beispiel im Bewachungsgewerbe, da habe ich öfter Situationen erlebt, wo eine Angriffssituation draus entstanden wäre. Oder eine Gefahr für die Sicherheit entstanden wäre. Und ich habe immer wieder von Leuten gehört, die länger in dem Beruf arbeiten, und ich habe die Aufgaben neu übernommen, dass ich das richtig gemacht habe und dass ich schneller richtig gehandelt habe als einer, der, sagen wir mal, nicht Autist ist und normal den Abschluss gemacht hat und, jetzt sage ich mal, die gleiche Situation gehabt hätte, aber langsamer gehandelt hätte. In der Hinsicht habe ich halt schneller gehandelt und ich vermute auch, dass das halt an der Reaktion liegt, dass ich jegliche Fehler anders wahrnehme und erkenne als ein Nicht-Autist. Und ich hoffe, dass ich mit der Sache, die ich vorhab, also mit der Idee, die ich vorhab, mit der, dass ich damit ganz, ganz vielen Leuten helfen kann, sicherer zu leben, weil ich finde, die Welt wird immer unsicherer, so im Allgemeinen. Und ich denke, dass ich mit der Situation, wenn ich jetzt die Situation öfter vor mir habe, halt, wie gesagt, sicherer leben kann und auch ja, besser reagieren kann. Und es ist halt das, wo ich die Idee habe, dass ich so eine Art Gefahren, Quellen, Technologie oder ja, Fremdgeräuschtechnologie sage ich mal, auf den Markt bringen kann, die die Leute sicherer macht. Das heißt, alles, was ich frühzeitiger erkenne, wird in dieser Technologie gespeichert und ist dann von Nutzen für andere Leute. Ja, also ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich über Google so eine Technologie online stellen kann, die so früh wie möglich Gefahren erkennen kann, also früher wie die üblichen Gefahrensysteme, die es gibt. Und Gefahren sind ja auch Fehler. Und dadurch, dass ich als Autist Fehler anders erkennen kann, denke ich, dass es in dieser Technologie einen Vorteil haben könnte. Und vorwiegend sollen Unternehmen davon profitieren. Und wenn es in Unternehmen erfolgreich ist, dann sollen auch private Leute von der Sache profitieren. Weil wenn Deutschland damit sicherer gemacht werden kann, dann ist das eine Zufriedenstellung, die mich glücklich macht, weil ich weiß, ich habe das Richtige getan. Und das ist das, was ich will. Ich will ganz vielen helfen, einfach sich sicherer zu fühlen.